Herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon. Und wir machen hier mal jetzt dann einen Surfer und surfen hier über das Meer. Ja, es ist eine kleine Stelle. Wir sind nämlich auf dem Weg in die vorletzte Stadt. Und es geht irgendwie schnell. Wir sind gerade mal beim 28. Part, glaube ich, und wir sind schon hier. Das überrascht mich, weil ich nicht gedacht habe, dass wir so schnell eigentlich fertig werden mit Johto. Ich meine, das Spiel ist doch eigentlich sehr lang ausgelegt, aber wir sind recht gut. Schade eigentlich. Ich will es eigentlich bis nächsten Freitag durchhaben. Denn da kommen die Remakes davon raus. Heart Gold und Soul Silver. Und alle, die es kaufen wollen, ein geiles Spiel. Allerdings ist Soul Silver bei Amazon schon ausverkauft. Warum auch immer. Ja, also hier kann man surfen. Und dann kommt man hier an. Kesselberg. Ja, also wenn man durch den Kesselberg gelaufen wäre, wäre man auch hier rausgekommen. In dieser Stadt. Telefon, halt die Klappe. Ich glaube nicht, dass es drauf ist, aber es nervt. Wir trainieren auf jeden Fall unser Tornupto, weil wir brauchen es hier. Weil, vielleicht, der eine oder andere weiß es schon, hier gibt es Eistrainer. Und Eistrainer mag ich insofern, dass ich ein Tornupto habe und ich damit Eistrainer schnell wegkriege. Und das ist ein totaler Psycho. Guck mal, wie der guckt. Nidorina. Cool. Nidorina, die Weiterentwicklung von Nidoran weiblich, ja. Die Weiterentwicklung davon dann mit einem Mondstein zu Nidoqueen. Kennt vielleicht alle Pokémon-Geldbesitzer. Die halt, weil viele darauf angewiesen waren, sich so eins zu fangen, jetzt ein Nidorino, die männliche Version davon, damit man den ersten Orden schafft in Pokémon Gelb. Denn mit Pikachu hat man in der Gesteinsarena nicht wirklich Chancen. Aber ich weiche ab. Flammenrad hat ihn dann erledigt. Gut, okay. Gehen wir in die nächste Stadt. Willkommen in Mahagonia City. Da bin ich ja mal gespannt für den Remake so drauf, wie die da aussehen, die Städte. Hier gibt es jetzt einiges zu machen. Wir hatten ja am Anfang schon mal das Vergnügen mit Team Rocket. Im Vergleich zu Rot und Blau wird oft auf Team Rocket zurückgegriffen, in Gold und Silber eher weniger. Aus dem einfachen Grund, weil weil irgendwie haben sie die Story schon gekürzt. Ein hässlicher fetter Typ vor der Tür des Arenas. Wenn du schon so weit gekommen bist, solltest du auch die Zeit nehmen, etwas Scene-Sighting zu unternehmen. Geh nach Norden, um dir den See des Zorns anzuschauen. Früher, als ich kleiner war, habe ich nie gewusst, was ist Scene-Sighting oder Seeing. Sightseeing. Ja? Ich weiß es jetzt. Ich werde es euch aber nicht sagen. Wir fliegen nach Oliviana City. Denn ich muss da was Kleines abholen. Und zwar müssen wir hier in den Markt, denn wir werden jetzt was machen, was wir noch nie davor gemacht haben. Doch, ich glaube, einmal haben wir es gemacht. Willkommen, Kauf. Wie viel habe ich denn? Oh, 44.000. Ich brauche unbedingt Superball. Hä? Nein. Egal, wir brauchen Superbälle, ganz viele. 11, wie viel könnte ich denn maximal kaufen? Mal gucken. Ich könnte maximal 99. Nein, könnte ich nicht. Na, ich bin das irgendwie gewöhnt. Egal, wir brauchen mindestens 30 Stück. Ja, schon. Jetzt haben wir zwar kaum noch Geld, aber der Rest, wir haben mal doppelt so viel zu Hause. Ja, jetzt geht es nämlich daran, unser erstes legendäres Pokémon zu fangen. Und das will ich natürlich nicht, nicht schlecht vorbereitet irgendwie machen. Denn wir werden uns ein ganz bestimmtes Pokémon holen. Ich habe vor, es zu fangen wegen der Sammlung. Jetzt gibt es da so einen kleinen Trick. Den werde ich euch gleich sagen, nachdem dieser nervige Trainer verschwunden ist. Ja, komm, mach doch.
So, Sandan. Gut, Sandan, da müsste ich. Ah ja, der Langflammenrad dagegen. Level 17 übrigens und wir sind bald auf Level 40, also. Overpowered. Extrem überpowered. Aber gut. Sandama, cool. Bringt alle schöne Pokédex-Einträge. Ja. Okay. Noch ein Zubat und dann haben wir es geschafft. Dann kann ich euch endlich sagen, was für ein Trick es hier gibt. Es ist eigentlich gar kein so großer Trick. Es ist eigentlich. Kann man es als Trick bezeichnen? Nö, eigentlich nicht. Aber ich sag's trotzdem als Trick. Ich bin ja voll der Trickser, so. Ja, dann jetzt los auf. Mein Gott, das nervt. Man kann hier reingehen, um da durchzugehen. Dann kommt Team Rocket und kassiert Geld dafür, dass man da durchgeht. Oder man geht einfach im Gras außen rum. Da kommen halt ein paar Pokémon. Hier kommt übrigens. Ja, hier kommt Tauboga. Na, super. Hier hätte ich es mal auffangen können. Egal. Hier gibt es einige seltene Pokémon. Ja, eigentlich schon selten. Hier gibt es Pokémon wie Girafarig, Xatu oder Natu. Ich glaube, hier gibt es sogar beides. Ja, also. Das würde ich jetzt eigentlich noch sagen. Keine Ahnung. Pipi. Pipi. Ja, wie wahnsinnig stark. Also wir sind tatsächlich etwas stark. Weil wir drei Pokémon auf Level 38 bzw. 39 haben. Das heißt, das Trainieren kann ich mir erstmal sparen. Aber Tornupto muss ich tatsächlich etwas trainieren. Aus dem Grund einfach, weil ich in der Arena ja nicht ablosen möchte, sondern sie so leicht machen wie die anderen zwei letzten. Ja, da haben wir schon ein Girafrick. Das aber keinen Mensch interessiert. So, jetzt sind wir hier außen rum. Ja, gut, wenn der uns sieht, ist mir eigentlich scheißegal. Irgendwie hat sich die nennt die Fangrate, sind doch eigentlich schon die Fangrate von Pokémon Rot und Blau und Gelb auf Pokémon Gold, Silber und Kristall ziemlich erhöht. Fangrate heißt praktisch so viel, wie oft, wenn ich das Gras da auf dem Pokémon auftaucht, glaube ich, war die Fangrate. Auf jeden Fall das, was ich meine, also wenn man das Gras läuft und das Pokémon auftaucht, war in Rot und Blau die niedrigste Fangrate aus der ganzen Pokémon-Geschichte. Und deshalb, da war es halt, wenn man durchs Gras gelaufen ist, war halt die Chance sehr klein, dass ein wildes Pokémon kommt. Ein Nidoking. Ja, die Weiterentwicklung von Nidorino mit einem Mondstein. Nicht mit einem Mondstein, sondern mit einem Mondschein. Nicht mit einem Mondstein, sonst wäre einfach bloß Nidorino high, sondern. Ja. Ja, es ist ein Mondstein. Vom Mond. Ich muss es besser betonen, Mondstein, weil man schreibt das ja mit D. So, und dann nochmal so ein komischer Pokémon-Maniac. Die gibt's hier wirklich. Ja, weil das ist die etwas stärkere Form. Ich meine, die Picknicker hier und so, die gibt's ja gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass. Nee, die gibt's glaube ich nicht mehr. Lamus, ja, Lamus. Ich schlaf gleich ein. Also die Pokémon können hier tatsächlich etwas stärker sein. So stark waren ja die Pokémon um Teak City rum schon. Die wilden. Gut für uns hat es den Vorteil, dass wir. Na toll, auf Aquaknarre. Das war. Oh Mann, echt. Oh Mann, das regt mich jetzt auf. Ja, komm, schön für dich. Kauf dir ein Lolli. Na super, ganz toll.
Genau. Ich habe ja gesagt, kauf dir einen Lolli. Echt, ey. So ein Scheiß da. Gut, Level 39, das hätten wir erreicht. Sehr schön. Okay, gut. Ja, damit wäre die Folge auch beendet. Und was hier in diesem See auf uns wartet, das seht ihr alles in der nächsten Folge Let's Play Pokémon. Auf Wiedersehen.